Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wachtelform.com. Heute mit dem Thema Geld bei YouTube mit Wachtelvideos verdienen. In der Vergangenheit gab es den einen oder anderen, der mich in irgendeiner Form darauf hingewiesen hat, ich würde ja Unmengen an Geld verdienen mit den YouTube-Videos. Und ja, ich kann mir vorstellen, manch einer denkt auch tatsächlich, ja, als YouTuber mit Videos unheimlich viel Geld verdienen. Und ich habe ja am Jahresende bereits einen Jahresrückblick veröffentlicht, in dem ich euch mal die Zahlen gezeigt habe vom letzten Jahr, auch inklusive der Einnahmen. Und habe mir überlegt, jetzt sind so knappe 2 Monate rum und ich habe außer den Livestreams 15 Videos in diesem Jahr veröffentlicht. Also möchte ich euch zeigen, jetzt hier auch tatsächlich in diesem Video, wie viel ich mit den letzten 15 Videos oder auch den ersten 15 Videos in 2022 verdient habe. Ihr seht hier meine Übersicht, meine Kanalinhalte. Hier könnt ihr sehen, das ist immer voreingestellt, der Bereich Videos. Hier gibt es den Bereich, wo die Livestreams zu sehen sind. Und hier sind die Beiträge entsprechend zu sehen. Ich zeige euch das. Die Beiträge ist halt das, was ich veröffentlicht habe. In der Community, der ein oder andere von euch sieht es und nimmt es wahr. Einige, ja, kriegen es nicht so mit. Hier gerade mal der Hinweis, der Livestream morgen am Donnerstag, dem 24.02., muss leider ausfallen. Wer es also nicht mitbekommen hat über die Community, kriegt es vielleicht jetzt hier über dieses Video mit. Ja, hier sehe ich eine Übersicht über die Livestreams, die ich gemacht habe. Ich sehe die Aufrufzahlen dazu. Und ja, hier haben wir dann entsprechend die Videos. Und wenn ich dann hier ein Stück zurückscrolle, erkenne ich das jetzt wunderbar an meinen neuen Thumbnails, die ich seit Jahresanfang anders gestalte als das aus der Zeit davor. Ich habe ja da immer die Videos entsprechend durchnummeriert, hatte allerdings Schwierigkeiten, wenn ich Videos gemacht habe, die irgendwo ja so ein bisschen etwas anderes Thema hatten. Und ja, die neuen Thumbnails, muss ich sagen, kommen ganz gut an. Ich habe verschiedene Feedbacks dazu bekommen. Und ja, hier seht ihr also die Übersicht, die ich bei den Inhalten sehe. Das heißt, das erste Video in diesem Jahr war Wachtelfarm Hedstedt reagiert auf Wachtelzucht Eggesin. Das war das Feuchtigkeitsproblem. Dann hatten wir meine Pläne für 2022, das Video zum Cholesterin der Wachteleier. Ihr seht hier übrigens in dieser Spalte auch, ja, wie viele Aufrufe die Videos hatten. Das Video zum Tierschutzgesetz, Wachteln, also das Tierschutzgesetz erlaubt 22 Wachteln pro Quadratmeter, hat bisher knappe 2000 Aufrufe, es sind 1975. Dann hatten wir hier im weiteren Verlauf, da war ich etwas überrascht, Wachteleinstreu, deswegen nutze ich Holzpellets, fast 1700 Aufrufe. Und dann kleckert es hier wieder so ein kleines bisschen rum. Der Einstreutest, den ich gemacht habe, hatte ich eigentlich gedacht, dass es etwas mehr an Zuschauern bringt, aber hier sind wir knapp bei 1100. Der zweite Test, den ich nachgeschoben habe, ja, der hat nicht einmal die Hälfte. Und das letzte Video ist das vom Sonntag, in dem ich erkläre, warum ich in diesem Jahr keine Wachteln mehr verkaufe. So, also, ihr seht, es sind 15 Videos. Nein, wer richtig mitgezählt hat, weiß, es sind 16. Ich hatte ja nochmal einen zweiten Teil hinzugefügt zum Thema Bio-Wachterhaltung, weil es eine Tonstörung gab am Ende des Videos. Aber wir berücksichtigen die 15 Hauptvideos. Wenn ich die Analytics-Daten anzeigen lassen möchte zu jedem einzelnen Video, dann klicke ich hier auf dieses Symbol oder mache es im neuen Fenster auf und das habe ich tatsächlich schon mal gemacht.
Und da sehen wir hier sofort die Übersicht, Videoanalyse. Wir sehen, um welches Video es geht. Wachtelzucht Eggesin, Schreck im neuen Stall. Das war mein allererstes Reaktionsvideo. Ihr seht, knappe 1300 Aufrufe. Eine Wiedergabezeit von 121 Stunden, was ganz okay ist und ganz ordentlich. Durch dieses Video habe ich einen Abonnenten gewonnen. Tatsächlich ist es so, ein Abonnent ging weg und zwei Abonnenten kamen dann wieder drauf. Und es steht ein geschätzter Umsatz zu Buche von 6,21 Euro. Es gab auch Kommentare nach diesem Video, die mich erreicht haben. Ja, du verdienst auf Kosten von anderen Geld. Ich will nicht sagen, dass 6,21 Euro kein Geld sind, aber nun gut, bei einem Aufwand von, nehmen wir mal ungefähr 2 Stunden für das Video, da rechne ich gar nicht mit, dass ich dann schauen musste, wie ich das Video von Martin nutzbar machen konnte, aber ja gut, den Stundensatz könnt ihr euch selber ausrechnen. Also, erstes Video 2022, 6,21 Euro. Das nächste Video waren meine Pläne für 2022. Das Video, das ich im Tierpark gemacht habe, bringt einen Umsatz von 6,52 Euro. 4 Abonnenten gewonnen, aber auch hier zwischendurch einer weg. Die Aufrufe 1179. Video Nummer 3, das Cholesterin der Wachteleier. Erstaunlich, ja. Nur etwas weniger Aufrufe wie das Video mit meinen Plänen und tatsächlich 4,86 Euro. Und zwar liegt das daran, dass YouTube Werbung zuweist in diesen Videos, die aus einer Art Veröffentlichung, also die Preise entstehen durch eine Art Veröffentlichung. Und es gibt dann so eine Kenngröße, das ist dieser wiedergabebasierte Wert. Das heißt, das sind die die wiedergabebasierten Kosten pro 1000 Videoaufrufe, also das, was Werbetreibende pro 1000 Videoaufrufe an YouTube zahlen. Und dieser Wert hier gibt den Betrag pro 1000 an, den YouTube an die Creator weitergibt. Und daraus resultiert dann faktisch diese Summe. Also ihr seht, für 1000 Aufrufe gibt es etwa 4,85 Euro, 4,86 Euro ist der Umsatz und wir sind ganz knapp über 1000 Aufrufe. Das sieht dann hier bei diesem Video etwas anders aus. Ihr seht es, 8,53 Euro, der wiedergabebasierte Wert, also das, was die Werbetreibenden zahlen. Und die Summe, die ich dann bekomme pro 1000 Aufrufe, ist höher. Also daraus entsteht auch schon dieser Unterschied. Ja, Video Nummer 4, mein Harzer Käse. Damit habe ich einige von euch wohl massiv verschreckt. 4 Abonnenten verloren. Es waren sogar 5. Einer kam dann nochmal dazu. 3,90 Euro Umsatz. Das Thema Beleuchtung im Wachtelstall. Mein Hinweis darauf, dass ja die Handyaufnahmen, das Filmen der Lichtquellen mit dem Handy nicht unbedingt aussagefähig sind, was das Flimmern betrifft, ganze 3,02 Euro. Das Tierschutzgesetz, 1974 Aufrufe, 12,72 Euro eingespielt. Hier seht ihr auch, der Verdienst, den ich pro 1000 habe, ist höher als bei den anderen Videos, die ich euch zeigte, wenn auch nicht sehr wesentlich. Aber unterm Strich macht das doch einiges aus. 3 Abonnenten dazu gewonnen, die Wiedergabezeit ordentlich. Holzpellets oder häufig ausmisten, war die Fragestellung. Mein Video, das ich gemacht habe, wo ich nochmal erklärt habe, warum ich Holzpellets einstreue, das kam erstaunlich gut an bei euch.
Zumindest was die Aufrufzahlen betraf und auch die Wiedergabezeit. Ja, vom Umsatz her liegt es im Durchschnitt. Da haben wir 9,11 €. Mein Lieblingsrezept. Also irgendwie verschrecke ich Abonnenten mit meinen Rezepten. Auch hier Abonnenten verloren. 3 insgesamt. 4,50 € Umsatz. Und ja, auch im Durchschnitt von dem, was ich etwa im Kanal habe. Die Bio-Wachtel führte wieder dazu, 2 Abonnenten gewonnen, 6,38 € geschätzter Umsatz. Mit meinem ASMR, sprich die Kamera ins Staubbad stellen, 2,76 € Umsatz. Ja, die Wiedergabezeit war nicht so wirklich überzeugend. Klar, was gibt es zu sehen? Sandbadende Wachteln, da klickst du kurz rein. Manch einer guckt sich's länger an, aber ich glaube, die meisten wissen selber, wie ihre Wachteln im Sand baden. Dann hatten wir meinen ersten Einstreuversuch. Eine ordentliche Wiedergabezeit. Warum erwähne ich immer wieder die Wiedergabezeit? Wer bei YouTube Geld verdienen möchte, braucht neben 1000 Abonnenten auch eine, ja, Wiedergabezeit innerhalb der letzten 12 Monate von mindestens 4000 Stunden. Ja, und an dieser Wiedergabezeit können wir als Creator auch, ja, so ein bisschen die Qualität der Videos messen. Also daran erkennen wir, wie lange ihr euch insgesamt das Video angeschaut habt. Und das ist ein schöner Messwert. Hier auch Abonnenten gewonnen. Ein Umsatz von 9,51 €. Und ihr seht hier, die Einnahmen liegen dann doch über dem Durchschnitt. Das zweite Video zum Einstreutest wurde nur, ja, halb so oft angeschaut. Hat mich etwas überrascht, weil ich dachte, das Interesse daran wäre größer. Da haben wir 4,69 € Umsatz. Dann haben wir Schnullipuppers Schlüpfergummi. Das war natürlich, ja, so ein kleiner Clickbait wahrscheinlich. Manch einer war tatsächlich interessiert. Die Werte waren, ja, gingen insgesamt im Durchschnitt. 2 Abonnenten hat es gewonnen. 5,97 € war der Umsatz. Also Schnulli, wenn du da Ansprüche geltend machen möchtest, weißt du, auf welcher Basis das möglich wäre. Auch hier die, ja, Werte pro 1000 irgendwo im Durchschnitt meines Kanals. Schnullis schöne Tierwelt. Ein kleines Video zwischendurch am Rand mit, ja, Fotos von Schnullis verschiedenen Tieren. 1,77 € Umsatz. Und mein Video mit der Begründung, warum ich in diesem Jahr keine Wachteln verkaufe. Ja, auch eine anständige Wiedergabezeit. 1400 Aufrufe bisher. Ein Umsatz von 7,53 €, 3 Abonnenten dazu gewonnen. Und auch hier sehen wir, die Werte sind irgendwo im Durchschnitt. Ja, wer mitgerechnet hat, kennt den Wert jetzt. Ich habe es dann selber nochmal ausgerechnet. Das waren mit diesen 15 Videos 89,45 €. Bei 15 Videos und durchschnittlich vielleicht 2 Stunden Zeit, die dafür aufgewendet werden, dann könnt ihr es euch selber ausrechnen. Ein Stundenverdienst irgendwo von 3 €, etwas unter 3 €. Also ja, Mindestlohn spielt da keine große Rolle. Insgesamt wurden diese Videos bisher 15.132 Mal angeschaut. Das heißt, circa 1000 Aufrufe pro Video im Durchschnitt. Und ja, damit ihr dann mal auch den Wert habt, den ich pro 1000 Videoaufrufe an Umsatz bekomme, daraus resultiert dann tatsächlich ein Wert von 5,91 € pro 1000 Videoaufrufe. Ist viel, wenn man im Internet sucht nach Informationen, wie viel Geld verdient man mit YouTube, dann ist es so, dass man irgendwo Werte mitkriegt von, ja, 50 Cent bis 1 € pro 1000 Aufrufe.
Hier spielt es halt tatsächlich die Rolle, dass der Kanal über 6 Jahre alt ist mittlerweile, wirklich stark fokussiert ist auf Wachteln. Also es geht ja nur um Wachteln und um die Wachtelvideos in diesem Kanal. Und dadurch können dann auch die Werbeeinblendungen durch YouTube zielgenauer ausgespielt werden, was dann dazu führt, dass ich da einen höheren Betrag habe. Es gibt andere Bereiche, in denen das deutlich mehr ist, aber die überwiegenden Bereiche, auch das, was man so von den YouTubern sieht, dass dann so Smalltalk gemacht wird und dergleichen, die liegen in der Regel schon deutlich drunter. Ja, es gab ja dann noch die Livestreams. Ich will euch da mal zwei zeigen. Auch hier seht ihr die Übersicht und hier habt ihr gerade gesehen, da ist ein gelbes Zeichen, eingeschränkte Monetarisierung. Das heißt, YouTube hat da eine Sperre draufgelegt und das Thema dieses Streams, Corona-Livestream vom 2.12., wo ich euch faktisch darüber informiert habe, dass ich dann doch Corona-positiv bin. Und das ist so ein Punkt, an dem YouTube dann aussteigt und sagt, nö, mit Corona wirst du kein Geld verdienen, was ich auch richtig finde. Und demzufolge ist das eingeschränkt. Aber wir nehmen jetzt hier mal den letzten Livestream dazu. Die halbe Stunde, den kurzen, nehmen wir nicht mit rein und wir nehmen den davor. Und ja, hier seht ihr, das täuscht ein bisschen, die Aufrufe und die Wiedergabezeit und auch der geschätzte Umsatz. Da steht seit Veröffentlichung. Das muss bei den Livestreams umgestellt werden auf seit Upload. Und dann sehen wir nämlich die Aufrufe, die am Abend während des Livestreams auch tatsächlich erfolgt sind. Ja, und ihr seht, 2,43 €. Auch da haben wir gut im Schnitt liegend die wiedergabebasierten Werte. Und bei dem anderen Video haben wir es braucht er etwas seit Upload insgesamt 1,81 €. Und ihr seht auch die Gesamtaufrufe. Also auch mit den Livestreams wird man nicht reich, es sei denn, irgendwann hat der Kanal die Größe erreicht, dass YouTube die Möglichkeit gibt, diese Spenden und Dankeschöns einzublenden und dass Spenden erfolgen. Aber auch die werden nicht zu 100% an die Creator weitergegeben. Ja, ihr seht, ja, ich verdiene Geld mit YouTube. Das ist mal mehr, mal weniger, wie ihr auch gesehen habt in verschiedenen Videos. Also auch hier tatsächlich, ich habe die Vermutung gehabt, Mensch, das Video, das könnte ganz gut werden. Und dann, ja, war es dann doch nicht so gut. Also es ist auch für uns, ja, Creator, ich will nicht sagen YouTuber, weil mit nicht mal 10.000 Abonnenten sehe ich mich nicht als YouTuber, aber Creator, also Inhalte erstellen, die hoffentlich vielen Leuten weiterhelfen. Ja, und das Ganze braucht halt auch Zeit, auch die Ideenfindung. Und im letzten Video bin ich ja darauf eingegangen, warum ich keine Wachteln mehr verkaufe. Auch da ging es vorrangig um Zeit, die ich dann gern und lieber anders nutzen möchte. Und ja, deshalb einfach hier nochmal ein Einblick. Am Jahresende wird es sicher wieder ein Video geben, in dem ich euch mal die kompletten Jahreszahlen zeige, weil es sind natürlich nicht nur die Videos, die ich neu veröffentliche, sondern es sind ja auch alte Videos, die weiterhin im Spiel sind, die auch weiterhin Geld einspielen. Nicht diese Summen wie direkt nach Upload. Das ist dann immer so die Zeit, wo regelmäßig ja die höchsten Umsätze erzielt werden und dann geht das immer so schön, steigt steil an und geht dann runter und bewegt sich irgendwann im Cent-Bereich. Aber es sind nun mittlerweile fast 500 Videos mit den Livestreams zusammen. Und
Ja, ich konnte euch zeigen, transparent, ja, ich verdiene Geld damit und ihr habt halt auch gesehen, wie viel das ist. Wenn dir das Video gefallen hat, auch wenn es diesmal keine Wachtin zu sehen gab, dann lass einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video. Vielleicht kannst du dir selber vorstellen, Videos zu erstellen und damit Geld zu verdienen. Vielleicht verdienst du damit auch Geld. Und ja, schreib es einfach in die Kommentare unten drunter. Und ja, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und kein weiteres Video verpassen. Bis zum nächsten Mal.